Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Gut, Berold hat noch 6 Tage, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. I'd be glad to. Und ja, ich kann den Hammer mal ablegen. Kann ich nur nicht in die Truhe packen. Das kann ich dafür in die Truhe packen, okay. Naja, die Weißmark haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Bis auf das Kopfgeld und den Drachen. Habe ich meine Hauptquest mäßig. We've doubled our manpower at the White Forge. Wir haben unsere Mannstärke der Weißen jetzt verdoppelt. Der sieht grimmig entschlossen Most aus. Folk here are excited, but anxious. There's already news of Raid Sarens gathering at the border. Die meisten Leute hier freuen sich zwar, sind aber auch nervös. Das heißt bereits, dass Rezerate sich an der Grenze versammeln. A matter of time before someone takes a swing at us. But this time, we'll be ready. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor uns jemand angreift, aber dieses Mal sind wir darauf vorbereitet. Können wir den Hammer vielleicht im Abidon-Tempel abgeben? Ich meine, hier gehört er ja vielleicht eher oder mehr oder weniger hin. Nein. Eines Tages werde ich so gut sein wie Engrim. Okay. Gut, dann würde ich sagen, rasten wir hier noch einmal und dann geht's zurück nach Kaer Nua. Dass wir erstmal Nee, ich habe eine andere Idee. Für Sarganis Bogen müssen wir im Rest des Flugdrachen rasten. Okay. Also es sieht so aus, als ob wir hier fertig wären. Wie weit bis zum Hyela-Tempel? 2 Tage und 10 Stunden. Okay, da machen wir erstmal einen Abstecher nach Kaer Nua. Empfangen den Typen. Ich würde ja die Schlacht auf vom Jenwald noch ein bisschen rauszögern, bis wir ja die Waffen verbessert haben. Aber ich würde sagen, das machen wir als nächstes, sobald wir mit Sagani gerastet haben. Last thing the deer would need is another. Ja. Mecker ruhig, du wenn's.
So, Berold. I'm here. Ich gehe aber erstmal meine Schatztruhe durch. Ungenau, mir aus Genauigkeit, Immunität gegen Blende, Minuten Schaden gegen flankierte Ziele, okay. Märtyrerverfassung, das klingt nicht schlecht. Verfaulte Kohlen. Und jede Menge Geld auf jeden Fall. Ja, an Reichtum mangelt es uns nicht, definitiv. Der trägt schon was, was Verfassung gibt, oder? Markt, Abwehr. Ja. Gehen wir mal alle durch die Verfassung. Ja, okay. Dann brauchen wir Märtyrer bei Bewusstlosigkeit. Ne, brauchen wir dann nicht. Okay. Yes. Greetings. Dann machen wir jetzt mal wieder das, was viel Zeit kostet. Auch wenn er sich ja gerade zum Glück in Grenzen hält. Außergewöhnliche Arkebuse. Guter Dolch, gutes Kriegsbeil können weg. Gute Keule kann auch weg. Gute Morgensterne können weg. Piken können weg. Schwerter können allgemein alle weg. So, ein Zauberbuch der Gezeiten kann weg. Hier haben wir gesagt, kann alles weg, was nicht gelb ist. So. Ja. Will ich schwache Schutzumhänge verkaufen? Eigentlich nicht. Verbrauchsgegenstände, sonstiges. Grauschnauzes Haut. Na komm, das ramponierte Medaillon kann auch weg. Wolfszähne können weg. Wolfsfelle, Bärenfelle. Man wird viel zu stark zugespammt. Veredelte Barren habe ich 3. Habe ich keine unveredelten Barren mehr? Interessant. Also gut. I'm here.
Dann werde ich mal kurz. Ah, da, Verfassung rasten. I'm here. Sei Sie gegrüßt, Mr. Talise. Ich heiße Berot. Hätten Sie Zeit, eine wichtige Angelegenheit zu sprechen? Also gut, ich höre. Du rufst nach deinem Verbündeten und bereitest dich davor, die Petition anzuhören. Ich habe die Aufgabe, mich mit Vertretern des Fischerkreisstamms in der Nähe des Teinsumpfs zu treffen. Ich hoffe, dass wir eine friedliche Lösung aushandeln können. Leider habe ich nur wenig Übung in klamfatalischer Sprache und die Fischerkranich hier sind von Natur aus sehr scheu. Ich fürchte, da könnten Missverständnisse vorbestimmt sein. Sie selbst, so höre ich, hatten schon häufiger mit Klamfatanern zu tun. Ich wäre dankbar für jede Hilfe oder jeden Rat. Ich kann keine Ressourcen entbehren, aber ich habe einige Ratschläge für die Reise. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ungefährdet durch Air Glamfat reisen können. Ich stelle Ihnen eine Eskorte zur Seite. Oh, mit wem werde ich reisen? Die Varias ist Glamfatale. Seine Kenntnisse der Region dürften hilfreich sein. Danke, meine Fürstin. Wir brechen sofort auf. Zweihundert Erfahrungspunkte erhalten. Bringt uns das Ganze noch irgendwas? Na, geleitet Ge Berold zum Tänensumpf, ja. I'm here. Gut, jetzt kümmern wir uns um den Jenwald. Quicksave vorher machen. Ich glaube, wir haben jetzt alle I'm here. möglichen Verbündeten gefunden, oder? Die Armee von Fuscat wächst und wächst. Sie sollen diese Gefahr nicht ignorieren. Sprechen wir über meine Armee. Der Marschall nickt. Welche besonderen Verbündeten stehen mir zur Verfügung? Die Schmelztiegelritter verstärken ihre Infanterie. Mehrere Feldzüge des Clans Flammen, die flüstern, werden sich ihrer Infanterie anschließen. Rezeranische Fährtenleser werden zu ihren Bogenschützen stoßen. Das ist im Augenblick alles. Nun gut. Wie viel Zeit habe ich? Genug. Das heißt, Fürst Gadbin würde eine Reihe unglücklicher und völlig unvorhersehbarer Rückschläge erleiden, ehe seine Armee vollständig ist. Er grinst und zwinkert sie zu. Ich würde aber nicht so lange untätig bleiben. Sprechen wir über meine Armee. Woher beziehe ich meine Truppen? Ich habe in den Ländern um Ketnor herum verkünden lassen, dass wir Freiwillige suchen. Hoffentlich erkennen die Leute, dass ihre Herrschaft der von Fuscat vorzuziehen ist. Alle Gefolgsleute, die auf Ketnor stationiert sind, werden sie ebenfalls in die Schlacht begleiten. Sie sollten also möglichst viele von ihnen versammeln. Ich habe einen Brief von den Schmelztiegelrittern erhalten. Sie haben von der Situation gehört und schicken einen Trupp ihrer besten Ritter, wenn die Zeit der Schlacht gekommen ist. Ob Sie es glauben oder nicht, aber Ihre Freunde vom Clan der Flammen, die flüstern, haben von Ihren Schwierigkeiten mit Fuscat gehört. Patronin Berigan sagte etwas von einer Vision. Wie dem auch sei, ein Bote von Stolwart hat gesagt, dass Berigan einige Oger ihres Clans schickt, um ihnen zu helfen. Wie ich sehe, haben sie einige rezeranische Freunde gewonnen. Mir wurde gesagt, ich soll eine Einheit von Fährtenlesern erwarten, die von Edaric geschickt werden. Das ist im Augenblick alles. Gut, ich glaube, damit haben wir alle Verbündeten, hoffe ich mal. Dann ist es an der Zeit, die Armee marschieren zu lassen. Hervorragend, die Moral ist hoch und die Truppen sind begierig, ihnen zum Sieg zu folgen. Sie sind sicher, dass wir marschieren sollen? Ja, bin ich mir. Erteilen Sie den Befehl. Zu Befehl, ich marschiere mit der Armee zum Jenwaldfeld. Begleiten Sie uns? Ja, marschieren wir.